Da ist der Christoph Kemper aus Wien. Mahlzeit oder guten Morgen oder wie auch immer. Ich freue mich sehr, euch alle beim ersten deutschsprachigen Webinar seit langer, langer Zeit zu begrüßen. Ich muss wieder ein bisschen Deutsch üben, glaube ich. Es geht um LinkedIn Talk Smart und ja, ich möchte gleich loslegen. Bevor ich euch da lang aufhalte, ich freue mich, dass wir jede Menge Leute im Webinar drin haben. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, kritisch zu sein. Ich freue mich auf Fragen oder Feedback oder natürlich Vorschläge. Wir haben genug Zeit. Wir werden uns die Applikation, die schon von Paid Beta, von bezahlten Beta-Usern genutzt wird, also nicht wir zahlen sie, sondern sie zahlen uns, ja, also sie arbeiten produktiv damit. Kommen und ja, ich bin begeistert, weil wir haben nach über 2 Jahren eine komplett neue Generation raus. Und damit möchte ich gleich einsteigen, ja. Die neue Generation Recover, Protect, Learn, Grow. Habe ich noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber natürlich vor einer Abstrafung schützen und sich zuerst mal erholen von einer möglichen Pinguin- oder anderen Link-Abstrafung ist die Grundvoraussetzung für alles SEO. Weil, ja. Logisch, oder? Habe ich eine Abstrafung, brauche ich nicht obendrauf geilen Content schreiben, weil die Abstrafung greift irgendwie ein bisschen stärker. Protect, schützen vor negativem SEO, vor einfach blöden Fehlern, ja, Redirect-Ketten, vor kaputten Seiten. Das haben wir früher mit dem Link-Juice-Recovery-Tool auch gemacht. Einfach Links, die auf Seiten gehen, die nicht mehr da sind. Redirects, die fehlen, werden da generiert. Lernen, verstehen, was die Konkurrenz macht, was die Konkurrenz besser macht als wir. Das ist eigentlich das, was Linker Search immer schon ausgemacht hat. Mit dem Competitive Landscape Analyzer, dem Competitive Keyword Analyzer, viele von den Methoden werden natürlich auch in der neuen Generation wieder implementiert werden. Und letztlich natürlich das Link Building, der Linkaufbau, die Linkakquise und die 5 anderen Wörter, die es in Deutsch dafür gibt, glaube ich, ja. Bitte Wortmeldungen, sehr willkommen, ja. Ich freue mich, übrigens, ja, Alissa, Annika, Antje, Axel, Benjamin, Bernhard, Christian, Erich, Georg, Kevin, Markus, Nenad. Ich höre jetzt auf zum Vorlesen da. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es ist riesiger Spaß. Ich höre auch schon mein zweites Webinar. Ja, wenn ich also zu schnell spreche, einfach im Chat nochmal nachfragen. So, ihr könnt alles von mir lernen. Ich bin der Christoph Kemper aus Wien. Seit 15 oder 16 Jahren eigentlich im Thema Links spezialisiert. Und das, was Sie hier sehen, sind Links. Wir sehen ein Bild vom Web. Das ist das Internet. Die ganzen Buttons hier, die ganzen kleinen Kügelchen, die bunten, ja, das sind die Nodes, die Knoten im Web, ja, oder auch Seiten und Einzelseiten. Und die sind verbunden mit Links. Und wenn wir uns das Bild so anschauen und uns dann nur für einen Bruchteil einer Sekunde vorstellen, dass wir das nicht hätten, die ganzen Verbindungen nicht hätten, könnten wir nicht verstehen, wie die Leute von A nach B kommen. Und das genau ist das Ziel bei Links, Leute. Google will ja verstehen, was User machen. Google versucht, den Search Intent rauszufinden. Ja, wenn ich aber nicht weiß, wie die Leute von A nach B kommen, dann kann ich das nicht. So ist es also auch völlig logisch, dass so Muster wie Traffic Patterns, wer besucht welche Seite im Downstream, von Google ausgewertet wird. Und die Verlinkungen sind aber die Basis dafür. Und genau das ist das Einzige, was im Web konsistent querbeet durch implementiert ist. Und in der Zukunft sind Links vielleicht JavaScript-Links oder Iframe-Links oder Meta-Refreshes, aber es ist immer ein Weg von A nach B. Ja? So. Für die, die es nicht wissen, schon für jede Menge Companies oder mit jede Menge Firmen gearbeitet, auch diesen hier und noch ein paar mehr, ja, sammelt sich einiges an toller Kundschaft an, für die ich mich natürlich bedanke und auch sehr freue. Ja, ich bin der Gründer, das Brain von Link Research Tools, die Software für alles, was mit Links zu tun hat. Externe Links, aber nun auch interne Links. Wir können externe Links und interne Links verknüpfen. Wir haben alles in einer Datenbank jetzt für euer Link-Profil. Und ja, 25 Link-Datenquellen kombiniert und neu gecrawlt. Auch immer wieder zu betonen, wir nehmen ja nicht nur die Rohdaten da, die ja ehrlich gesagt ziemlicher Schrott sind oft, sondern kombinieren das, filtern das und crawlen das neu. Und wenn man weiß, dass bei manchen unserer bezahlten Link-Datenquellen bis zu 5 Jahre alte Daten drin sind, na gut, was soll man mit 5 Jahren alten Daten, ne? In der Arbeit, in der aktiven SEO-Arbeit ist das eigentlich sträfliches Vernachlässigen. Also man kann schon fast sagen, ja, gefährlich, zumindest gefährlich. Ja.
über die neue Plattform ein paar Details. Was ihr wissen müsst, was ihr nicht wissen müsst, was die Link-Issues sind, was Aktionen jetzt sind, die ich setzen kann im neuen LRT, sind ja Aktionen, die ich auch automatisieren kann dann. Ja. Ich möchte aber auch über das Link-Crawl-Budget sprechen. Das ist ein komplett neues System, das die alten Credits, die alten Link-Detox-Credits vor allem, jetzt erstmal ablöst. Das ist das Erste. Wir haben ein komplett neues Filtersystem, wir haben neue Regeln für Negative SEO, also haben uns darauf spezialisiert, noch spezieller, noch technischer zu werden. Ja. Und natürlich möchte ich zeigen, wie man dann konkrete Maßnahmen auch setzt. Ja. So, das jetzt nochmal kurz einwirken lassen, bitte. Ja. Kurz Luft holen, da juckt was, ist die Allergie. Ein Link ist eine Verbindung von A nach B. Okay? Auf A ist die Quellseite. Linkquelle, sagen manche auch dazu. Und da kommt dann auch der Link drauf, sagen die Leute. Falsch. Da kommt das klickbare Element. Der Linktext ist hier sichtbar. Aber der Link ist die Verbindung hierher und bestimmt durch das, was alles hier ist und das, was alles hier ist. Und das sind die Linkparameter dazwischen. Das analysieren wir. Das ist das, was Link-Analyse ausmacht. Das ist der Unterschied zwischen Link-Quellenlisten und Link-Analyse. Und ja, ein Beispiel habe ich schon gesagt, das ist der Link-Text. Das andere ist die Relevanz zwischen den beiden. Das dritte ist, Link-Muster hier, Link-Muster da. Nur wenn man beide Seiten betrachtet, kann man das Risiko eines Links bewerten. Das ist das, was Link-Detox macht. Beispiel, wenn hier ganz viele spammige Links sind und hier noch mehr spammige Links dazukommen, dann wird hier vielleicht ein gewisses Niveau überschritten. Wenn da die ersten 5 spammigen Links reinkommen, aber sonst alles gut ist auf der Seite, dann eitel Wonne Sonnenschein. Ja? So, also hier in der Mitte ist der Link, den man checken will. Und das ist also der ganz wesentliche Unterschied in Link-Research-Tools in dem LRT. Zu den Link-Audits. Ich sage es immer wieder, ja, und ich bin natürlich der, der das auch wieder immer wieder rausposaunen muss, vervielfältigen muss. Die Google stehen auch gar nicht so drauf, dass ich sie immer daran erinnere, also nicht sie, den Markt daran erinnere, wie wichtig Links sind. Aber Google sagt doch selber, Links sind wichtig. Und sie sagen auch, Link-Audits sind wichtig. Die haben hier am 7. Jänner zum Beispiel gesagt, unnatürliche Links, egal ob von Menschen oder von Maschinen, sind eure Verantwortung. Ihr müsst sie Links anschauen. Ihr müsst sie disavowen. Und sie haben zu einem anderen Zeitpunkt, dann eine Woche später, auch nochmal gesagt, wenn ihr in eurem Backlink-Profil die schlechten Links disavowt, dann vertrauen wir dem Backlink-Profil mehr. Ja, was braucht ihr noch mehr als Call to Action? Ja, der Gary hat schon irgendwann mal gesagt, dass er auf seiner privaten Seite kein Disavow-File hat. So what? Auf einer Seite, die mir egal ist, auf einer Domain, die mir egal ist, brauche ich auch kein Disavow-File. Versteht ihr? Das ist so nicht greifbar wirklich. Ja? Und letzten Endes ist die Frage, wollen wir uns darauf verlassen? Gut, aber die Link-Audits, wenn man sie richtig macht, Camper-Style, sind richtig viel Arbeit. Und wenn man sie richtig macht und auch noch regelmäßig macht, sind es noch mehr Arbeit. Ja? Das ist teuer. Manuelle Arbeit ist immer teuer und bisher war es auch in den LRT so. Report laufen lassen, analysieren, schauen, was ist Neues dazukommen. Probleme suchen. Nicht erst reagieren, sondern erstmal die Probleme suchen. Da habe ich immer viele Workshops gemacht, wo ich immer viele Muster gezeigt habe. Und ja, da kann man schon viel machen. Aber ihr habt es noch 168 Stunden pro Woche. Und selbst wenn ihr den Kunden oder den Chef überzeugt, dass er die 168 Stunden pro Woche bezahlen will, dann ja, bin ich mir nicht so sicher, ob ihr 168 Stunden pro Woche arbeiten wollt. Ja, 24x7. Aber das ist ein bisschen zu anstrengend. Und deswegen haben wir gesagt, wir automatisieren das einfach weiter. Nach dem Finden der Links, dem Aufräumen der Links, dem Kombinieren und Neu-Crawlen der Links, machen wir jetzt das Interpretieren der Linkdaten. Wir schauen uns die ganzen Linkdaten, die wir erzeugt haben, also mit besseren Metriken, auch mit dem Link-Detox, das ja schon eine sehr fortgeschrittene, sehr, sehr, sehr hochwertige Metrik ist, fließen ein in ein neues Regelwerk, das wir Link-Issues nennen. Und diese Link-Issues sind wiederum geknüpft an Empfehlungen. Empfehlungen von mir. Empfehlungen, die aus der Praxis kommen. Ihr könnt natürlich nach wie vor jedes Detail anschauen. Ihr könnt jeden einzelnen Link anschauen. Wir haben jetzt nicht mehr 97 Metriken, sondern ich glaube 173 waren es, die ihr euch alle anschauen könnt. Ja? Aber viel wichtiger, ihr könnt das System die zusammenfassen lassen. Ihr könnt zum Beispiel hunderte von spammigen Links
Disse waren und dann vielleicht nur zwei, drei gute wieder rausfischen. Andisse waren, das geht ja auch. Ja. Aber das Automatisieren von Aktionen wie dem automatischen Disavow von Virenlinks, die braucht wirklich keiner. Das ist auch genauso unterstützt wie das Zusammenarbeiten mit Kunden oder anderen Teammitgliedern. Ja, ja, und damit geht das ganze Produkt Link Research Tools, damit gehen die LRT in Richtung eines Superbrains für Disavow, für Link-Building, für Konkurrenzanalyse, wo wir dann auch sagen, der Kunde sollte diesen und jenen Link aufbauen, weil die Konkurrenz hat den auch. Aber nur dann, wenn das ein Link mit niedrigem Risiko ist. Ja? Ja, das Finden von Links, das Aufräumen der Links, das Bewerten der Links, das haben wir jetzt alles schon durch. Ja? Wie das dann ausschaut in der Oberfläche, habt ihr es vielleicht schon mal gesehen, irgendwo im Screenshot? Warte mal, ist deine Frage? Na, ist, dass wir hier einfach die Issues auflisten, ja, Malware-Links, Virus-Links oder Links aus PBNs und dann sofort einen Button anbieten, um das zu lösen. Und hinter dem Button ist dann zum Beispiel ein Disavow. Oder zum Beispiel bei den Broken Redirects wird eine Redirect-Anleitung, also ein HTTP-Access-File, vorgeschlagen, das man da verwenden kann. Und ihr könnt es dann manuell starten oder auch automatisch. Also sprich, sagen, ich will das reparieren, aber ab sofort immer automatisch machen. So, Negative SEO. Auch hier für die erfahrenen User gibt es neue Regeln, die jetzt auch hier im neuen, aber auch im klassischen Link Detox noch vorhanden sind, oder schon vorhanden sind, wo wir auf neue Redirect- und Re-Canonical Negative SEO-Muster schauen, wo wir auf spezielle Anchor-Texte aus dem Bereich Casino, Porno und so weiter achten und die schon vormarkieren. Und nach wie vor, ihr könnt jedes einzelne Detail selber prüfen. Und das sind bekannte Anchor-Text-Clouds, Link-Text, Link-Text-Wolke. Gibt es das Wort überhaupt? Wie sagt man dazu in Deutsch? Sorry. ETF.com, das hat man immer schon, solche Clouds, die ja dadurch sich auszeichnen, dass es hier nicht nur nach der Menge geht, nicht nur nach der Menge, sondern auch mit unseren LRT Power, LRT Trust und dem Detox Risk. Und ganz wesentlich das Risiko bei den einzelnen Keywords hinterlegt ist. Ja? Wenn jetzt diese Finanzseite plötzlich Links für Alkoholismus, Heirat und Seoton, ich weiß nicht, was das sein soll, aber vielleicht eine Gruppe, dann eine Hackergruppe, dann ist es schon ein bisschen seltsam, ja? Vor allem, wenn da sehr hohes Risiko dahinter ist. Da Hack, das Wort Hack, auch überproportional der zweitriskanteste Keyword und für die ETF.com selber überhaupt am meisten. Also müsste man dann noch ins Detail reinklicken, was sind da für Links dahinter? Das sind dann wahrscheinlich sehr minderwertige. Die Anzeige aller Links basierend nur mehr auf Domains. Und die Aktionen wie Disavow oder Export auf Domain-Basis haben wir jetzt auch drinnen, endlich. Das haben sich die User seit vielen Jahren gewünscht. Aber wenn man ins Detail runtergeht, haben wir natürlich nach wie vor die Bewertung, ist das jetzt ein Kommentar-Spam und wo geht der Link ganz im Detail hin? Ja, jedes Detail, auch historisch, können wir jetzt anzeigen. Und wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, dann hat diese Finanzseite ETF.com ja plötzlich nicht nur einen Link von irgendeiner Seite über Casino, sondern auch zu Content. Casino-Content. Da hat die Finanzseite plötzlich in irgendeinem gehackten Unterverzeichnis scheinbar einen ganzen Blog mit Casino-Content. Und das Muster dahinter ist, dass der Casino-Content versucht wird, auf der sehr autoritativen Domain zum Ranking zu bringen. Ja, und da natürlich Affiliate-Provisionen einzusammeln. So, Stichwort Links. Interne und externe Links. Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Falls ich da zu schnell bin, habe ich irgendwen verloren. Fragen. Nö. Gut. Interne und externe Links. Wir unterstützen in Link Research Tools jetzt auch interne Links. Das neue Link Detox Smart kann interne Links. Und wir können dort dann die internen Links einer Domain, das Violette hier, anzeigen. Aber auch die Subdomain-internen Links. Ich gebe euch ein Beispiel. www.firma.de linkt zu www.firma.de/irgendwas. So, das wäre ein interner Link. Die Subdomain-internen Links sind aber die von www.firma.de zu blogfirma.de. Das ist was anderes. Das ist nämlich ein anderer Host, ein anderer
FQDN, Full Qualified Domain Name. Und das wiederum ist ein anderes Property in Google Search Console. Das sind andere Objekte. So, und jetzt setzen wir noch eins drauf und neben firma.de haben wir auch noch ein firma.at und ein firma.ch. Das sind komplett andere Root-Domains. Das heißt, firma.at.ch sind jetzt hier in dem eigenen Netzwerk. Und das kennt jeder von euch, ja. Jeder große Markenartikler, jeder Retailer hat, egal ob jetzt, ist eigentlich wurscht, welche Marke ich nennen will. Es fängt bei Amazon und eBay und geht über alle weiter. Alle haben viele Länderdomains und die sind ein eigenes Netzwerk. Und die verlinken sich oft untereinander auch. Und das sind sehr viele Links, denen wir auf der einen Seite vielleicht vertrauen, sagen, okay, da sparen wir Link-Crawling, die nehmen wir da raus. Auf der anderen Seite will ich die vielleicht doch einmal initial prüfen. Aber es ist jedenfalls schon mal von der Art, wie ich es betrachten will, unterschiedlich. Und genauso wie wir es anders betrachten wollen, wird durch die Muster, die gegeben sind, einfach in der realen Welt, die Google-Suchalgorithmen das auch anders betrachten. Und natürlich wird dann der John Müller gleich sagen, nein, alle Links sind gleich, alle Links, wir haben keine Sonderbehandlung für irgendeinen besonderen Link, was da irgendwelche neu erfundenen Klassifizierungen sind, das stimmt alles nicht. Es mag schon sein, dass da irgendwo im Google-Programm jetzt das nicht genauso programmiert ist. Ja? Nur, das heißt ja nicht, dass es nicht so funktioniert. Nur weil hier nicht steht, wenn dann, heißt es ja nicht, dass es nicht aufgrund der statistischen Muster trotzdem ein anderes Verhalten. Ich habe in meinem letzten Mailing auch wieder dazu angeregt, ein bisschen was von den Suchmaschinenpatenten zu lesen, um rauszufinden, wie Google jetzt im Detail funktioniert. Ja. Also, selbst das wäre besser, als irgendwelchen Tweets ständig zu lauschen, ja. Sondern um sich ein bisschen in das Mindset auch von einem Suchmaschinenprogrammierer oder einem Techniker, Suchmaschinentechniker reinzuversetzen. Ja. Also ganz klare Empfehlung, Lesepflicht. Ja, Link Redirect Traces, was wir mit Links uns anschauen, immer schon, ist natürlich nicht nur von nach, sondern auch die Redirect-Ketten. Und da haben wir auch dieses kostenlose Redirect Trace Plugin, schon 4 Jahre ist das jetzt schon raus, super beliebt, weil es extrem viele Details anzeigt. Aber das haben wir in der Applikation, im Eigentlichen für die Masse auch immer schon. Jetzt haben wir das Ganze auch historisiert. Das heißt, wir können sagen, hier war ein Redirect. Ist jetzt aber nicht mehr. Das ist wichtig, weil auch das zum Beispiel bei der Erkennung und Bearbeitung von Negative SEO-Attacken, ein paar ganz gemeinen, notwendig ist, ja? Die wir dann auch erkennen, zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch interessant rauszufinden, um dann einfach den Kollegen in der Technik zu sagen, ja, was habt ihr da jetzt schon wieder gemacht, warum ist der Redirect weg, den wir gerade erst bestellt haben oder so, ja. Ihr könnt es so ähnlich wie beim Systrix auch einfach auf die Details draufklicken, ja, auf eine einzelne URL und kommt dann in der Applikation weiter zu anderen Filtern. Das heißt, die Navigation in den Daten basiert auf Basis der Daten. Ja. Das ist ein echt geniales Navigationskonzept, das wir jetzt endlich auch selber implementiert haben. Ja, und nach der ganzen Theorie möchte ich einfach mal live was herzeigen. So, wo schieben wir die Fenster hin, dass ihr am meisten seht? Moment, so machen wir das. Übrigens auch hallo Georg, Kevin, Marc, Markus, Nenad, Nicole, Roland, Tim, Thorsten, Udo, Witwei, Charlie, Axel. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ja, hier meine Domain, christophkemper.com oder die Affiliate Summit, also die verschiedenen Projekte, schaltet man immer noch weiter. Die Affiliate Summit, ich weiß nicht, wer von euch die Konferenz kennt. Ihr seht schon, da kommen jede Menge Empfehlungen. Ich will da nicht rumbashen, ich fange gleich mit der Christoph Kemper an. Die hat nämlich auch so ihre Probleme, weil ich habe in dem Demo-Account natürlich die ganzen Disavows weggenommen. Ja, sonst schaut es ja langweilig aus. Beispiel, kennt jeder von euch, der mal mit Link-Audits und mit Link-Titels schon gearbeitet hat, der typische The Globe-Spam. Ein bekanntes Scraper-Spam-Muster, das wir prüfen können. Und ihr werdet es sofort wiedererkennen. Auf Basis der Linktexte, hier Domainname bzw. weitergeleiteter Domainname, in dem Fall die Kemper.at und die Kemper.com, mit irgendeiner Zahl. Keine Ahnung, was das
ich verstehe auch gar nicht, was der ganze Mist soll. Ja. Das nervt nur jeden. Ja. Und ja, die Empfehlung ist, die einfach laufend zu disavowen, ja, weil wer weiß, was da noch bei herauskommt. Und ihr seht auch die ganzen Domains da, das sind ganz wenige, die da überhaupt Power haben, Trust schon gar nicht. Da haben wir jeweils 4 Links, 5 Links davon, ja. Ja. Nein. Ich mache da schon ein bisschen Prüfung und ihr seht, wie ich da auf den Filter eigentlich draufklicke. Das ist ein hinterlegter Filter, wo ich eigentlich nur auf die Quell-URL, auf den Titel, die schauen alle gleich aus. Das ist nicht einmal schwer zu finden. Und natürlich, das ist auch das, was vielleicht Google macht. Vielleicht auch nicht. Ja? Wissen wir nicht so genau. Und wenn sie es machen, dann machen sie es vielleicht nicht immer. Ich empfehle euch, das selber in die Hand zu nehmen. Und das macht sie genau hier mit Reparieren. Da werden nämlich alle, die diesem Muster entsprechen, komplett disavowed. So, ich habe da den Google Translate. Aktion wird angewendet. So. Da wird eigentlich so ein drehendes unsere LRT-Dots gut reinpassen für eine Aktion, die gerade läuft, fällt mir gerade ein. Ja, aber was jetzt gerade passiert, ist, dass wir in der Datenbank natürlich die ganzen Domains disavowen, auch vorbereiten für die Neuberechnung vom Disavow, sodass ihr dann, da oben gibt es den Button, rechts oben, Pfeil nach unten, das Disavow-File exportieren könnt. Wenn ihr da das Disavow-File dann exportiert habt, dann müsst ihr das in Google Search Console hochladen. Und dann passiert erstmal nichts. Und dann irgendwann werden die ganzen Links gecrawled. Bis zu 9 Monate später kann das dauern bei sehr miesen Links. Und dann gilt das Disavow erst. Und damit ihr nicht 9 Monate warten müsst, haben wir das Link Hitbox Boost erfunden. Das gibt es schon seit vielen Jahren und ist extrem erfolgreich, um Penalties oder generell Disavows effektiver zu machen. Innerhalb von 2-3 Tagen. So, und wenn wir da heute reinschauen, dann sind da jetzt natürlich neue Ergebnisse dabei. So. Mhm. Das sind jetzt eigentlich mehr geworden. Reparieren. Geil. Wir haben gerade noch mehr Spam bekommen, oder? Ich habe gerade einen Bug gefunden. Das ist geil. Die Live-Webinare sind immer geil, ja. Es kommt immer was Neues. Warum? Es ist halt auch noch eine Paid Beta. So, wenn ich hier ein Root-Domain Disavow mache, gehen die Zahlen runter. Das wollte ich eigentlich. So. Schauen wir da nochmal rein. So. Toxischen Links mit Unavailable Status. Das ist so ähnlich. Auch basierend auf verschiedenen Kriterien finden wir richtig miese Links. Ja. Und ich könnte ihn jetzt ändern und zum Beispiel sagen, ist mir egal, ob die wer gut gefunden hat. Ja. Daumen hoch, interessiert mich nicht. Ich könnte ihn abspeichern unter einem neuen Namen. Ja. Und könnte dann jederzeit auf diesen Filter wieder zurückgreifen. Ich könnte zum Beispiel auch hier in die Affiliate Summit reingehen. Da haben wir ja auch jede Menge Links. So. Und wenn ich da einfach nur den gespeicherten Filter CCC-Test anwende, den haben wir uns gerade im anderen Projekt gespeichert, dann habe ich genau diese Kriterien wieder angewandt. Und das sind alles Links, die ich nicht will. Und man muss jetzt nicht unbedingt vorne am Dashboard auf Disavow drücken. Natürlich habe ich die ganzen Massenaktionen, Bulk Actions hier auch nochmal. Ja. Ich kann alles, was hier gefiltert sind, 2500 Links, alle auf Domain-Basis disavowen. So. Wobei, bevor ich 2500 selber disavow, schaue ich mir das lieber nochmal genau an. Aha, seht ihr, da ist was sehr Riskantes von Black Hat World. Die Black Hat World ist da jetzt eigentlich meiner Meinung nach zu Unrecht. Ich meine, es ist ein Forum, die haben viel über Spam, aber es ist eigentlich eine legitime Seite. Ja? Affiliate Marketing Forums, Punkt, 5-Star Affiliate. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Coupons Answers.com. Mhm. Na, die werte ich auch als gut. So, und jetzt wisst ihr auch, warum vorher in dem Filter nämlich der Daumen hoch war.
Weil wenn ich hier nämlich in die Domain-Übersicht reingehe, dann werden die in dem eigentlich vorbereiteten toxischen Links mit Unavailable Status dann nicht mehr angezeigt. Also ich kann das System natürlich hier mit den Daumen hoch, Daumen runter trainieren. Ja, und das ist auch das, wie wir seit 2012 LinkedIn Genesis trainieren. Das ist ja ein Machine Learning System, wo wir über Google Spam Signale, Google Spam Beispiele und das Training von sehr vertrauenswürdigen Usern über die Jahre das verbessern. Und vertrauenswürdige User, da haben wir ein eigenes System, das nur darauf schaut, wie lang ist einer von den Usern im System drinnen? Wie viel hat der gemacht? Und so lernt das System, welchem User kann ich mehr vertrauen, welchem weniger. Und je mehr User, die vertrauenswürdig sind, eine gemeinsame Entscheidung haben, umso mehr schlägt es dann auch durch im Machine Learning. Und wir haben hier zum Finden und Neutrainieren oder Finden und Neutrainieren für potenziell Falsche auch eigene Regeln, wo wir dann nochmal zeigen, okay, wir glauben, da ist auch ein hohes Risiko. Schau da nochmal drauf, bitte, lieber Mensch. Ja. Speaking Engagement in Workshops. Der Stefan Spencer ist echt ein cooler Typ. Ja. War bei dem schon im Webinar und im Podcast und der war bei uns auf dem Certified Professional einmal und der ist okay. Ja. Also Daumen hoch. Auch die E-Consultancy hier ist mit Tausenden gerade so grenzwertig, da würde ich einen Daumen hoch geben. Ja. Und ihr seht schon Demos Tools, das ist natürlich super schrottige Demos Verzeichnis. Da kann ich nach wie vor im Daumen runter das noch einmal verstärken. Ja. Und ESIN-Artikel ist natürlich der Klassiker. Yeah. Ist eh schon auch markiert, aber ihr seht schon, wir können da laufend in diesem Account das nochmal übersteuern. Und das ist jetzt mein Account. Den habe ich halt jetzt genau für den Launch neu angelegt. Ja. So. Und je mehr ich im Account arbeite, je mehr ich Training mache, umso mehr wird es auf meine Neuberechnung durchschlagen und umso besser werden die Empfehlungen. Und das Ziel ist natürlich, dass ihr eure Domain für eure Kunden, für eure Domain, für euren Markt und eure Konkurrenten möglichst gut einstellt im System. Je länger das Training fürs System, für euer Projekt, für eure Domains am Laufen ist, umso besser werden, umso genauer werden die Ergebnisse. Wir haben aber hier zum Beispiel auch sowas wie starke Links verloren. Ja? Starke Links, die wir verloren haben, die wollen wir eigentlich wieder zurückhaben. Affiliate Summit Speakers linkt dort nicht mehr hin. Der Britcaster, ja, das war eigentlich ein mächtiger Link. PowerTrust 8. Warum? Wieso? Dann schauen wir uns an. Was hatte der? Priest Willis Senior speaks at Affiliate Summit London. Wow. Ist das ein Priester? Nein, ich kenne den nicht. Aber das dürfte von einer... Nein, das ist der Affiliate Summit Euro 18 in London. Aha, hätte es erst in London stattfinden sollen. Das ist jetzt blöd, ne? Wenn die London-Event nach Amsterdam verschieben und natürlich alle Links verlieren, dann sollte man denen auch sagen, den Linkgebern, Leute, bitte die Links anpassen. Ihr seht aber da zum Beispiel auch ganz eine tolle Mischung aus Quellseiten-Redirect. Ja? Da geht es auf der Quellseite schon eigentlich über Redirects, dann auf einen 404er und dann auch noch weitere Links, die vorher da waren, die plötzlich wieder gelöscht sind. Ich habe das jetzt vorher gerade gecrawlt und jetzt sind die eigentlich alle verschwunden. Warum? Da war ein Affiliate Summit News auf dem Affiliate Summit Speaker, ist weg. Haben die vielleicht komplett umgebaut. So, verweisende Domains. Schauen wir weiter. Ich lösche mal den Filter, weil wir waren ja hier nur jetzt auf Daten, die vorher diesem Filter. Könnt ihr euch noch erinnern, was der Filter vorher war? Wer weiß das noch? Hä? Kann ich das im Chat da? Ist der Chat überhaupt? Chat. Ja, das war der hier mit den toxischen Links mit Unavailable Status. Wir haben uns auf nur 2500 Links eigentlich konzentriert. Ja? Das dürft ihr nicht vergessen. Money Keywords auf schwachen Domains sind auch ein Muster, das sehr häufig Überoptimierungen oder billige SEO-Links sind. Das Pendant dazu sind Money Keywords auf sehr schwachen Seiten. Das ist nämlich dann, wenn man einen Spiegellink kauft, aber die 5.000 Euro für den Spiegelartikel eigentlich komplett in die Tonne treten kann, weil
das auf einer Unterseite ist, die intern gar nicht verlinkt ist. Ja, das könnte dann sein, dass das ein Power Trust 0 ist und ja, ist halt ein Spiegellink, ne? Aber nicht so geil. Ja? Ich zeige euch das mal kurz. Also hier beim Affiliate Summit schauen wir mal, was die so haben. Regel hinzufügen. Dann machen wir einfach auf das Source. Ah, habe ich das nicht schon übersetzt? Source, Quelle. Ah. Source Domain Power Trust. Machen wir zum Beispiel größer als 30. Und Source Page Power Trust gleich 0. Damit sollten wir jetzt Links von starken Domains finden mit Seiten, die 0 haben. Get the images affiliates bigger is bigger iStock commissions. Irgendein Reddit-Unterverzeichnis, Under Armour, irgendwelche Unterverzeichnisse, wo halt ein Link zu dieser Affiliate-Konferenz drauf ist. Aber wenn man sich die Domains an sich anschaut, dann sagt man ja, wow, ey. Na gut, Google Plus ist, da sind wir uns einig. Ja. Auch hier Twitter-Link, ja. YouTube, LinkedIn. Ja, gutes Beispiel. Ne? Das sind natürlich die ganzen Social-Media-Kisten. Und natürlich ist dort irgendwo ein Link und der ist vielleicht sogar Follow. Ja. Da sehen wir das da eigentlich. Na wat? Wir haben natürlich Metriken. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Follow, no follow ist natürlich eine davon. Hier links kann man sich dann Spalten aussuchen und anklicken. Das sind die beliebten Spalten. Da kommen dann alle Metriken. Ja? Das sind dann ein bisschen mehr. Ich scroll dann nochmal langsam runter. Allein für Source und Target, Redirects von extern oder intern haben wir natürlich hier einen ganzen Haufen. Header Canonicals, Header Robots, jedes Detail, das wir bisher schon entweder hier oder hier oder hier hatten, ist jetzt hier auch kombiniert. Also ihr könnt jetzt diese Tabelle wahrscheinlich auf einem 100-Zoll-Screen auch anschauen. Ja? Damit das mit dem Scrollen einfacher ist, sind aber die linke und die rechte Seite jetzt fixiert. Ja? Für die bestehenden User wird das sicher eine Erleichterung sein. Aber wir haben jetzt vorher gerade Follow-No-Follow-Status eigentlich gesprochen. Habe ich die jetzt nach vorne geschoben? Na genau. Source. Anwenden. Follow-No-Follow. So. Und kann jetzt natürlich sagen, okay, das sind zwar alles starke Domains, aber hier auf Copyblogger die Seite 528 mit irgendeinem unter. Nein. Wertlos. Ja. Das heißt nicht, dass diese Links jetzt riskant sind, sondern das heißt nur, dass die eigentlich nichts bringen. Versteht ihr? Die Links, die wir uns da anschauen, sind ja nur schwach zumindest. Ja. Ich will damit nur zeigen, dass es ganz wichtig ist, und das ist auch die Voreinstellung, dass wir uns die Stärke einer Quellseite als Quelleinzelseite anschauen, als Quelldomain und dann als Quellrootdomain. Nicht nur basierend auf dem Sichtbarkeitsindex irgendwas labern. Ja. Der Sichtbarkeitsindex einer Domain mit 10.000 Seiten sagt nichts über die Sichtbarkeit einer Unterseite aus. Nichts. Egal, was ihr anderswo lest. Und mit Link-Analyse hat das schon gar nichts zu tun. Weil, wie gesagt, der Link ist eine Verbindung von A nach B. Ja, also ich bringe das immer wieder gern zur Sprache, weil natürlich gerade der Sistrix-Sichtbarkeitsindex, der SI-Sichtbarkeitsindex, SSI müsste es eigentlich heißen, sehr beliebt ist in der deutschen Branche. Und ja, im Link verkaufen. Ja. Gibt eine hohe Zahl aus, wenn man viel Content auf der Webseite hat. Ja, das schon, ja, aber mehr schon nicht. Gut, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Link Detox Smart. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, und jetzt wird schon langsam Zeit, ist Link Building. Ja, das ist im Moment im Modul noch nicht im Link Detox Smart, nicht fix dabei, aber im Moment noch kostenlos aktiviert. Ja. Grow verbessert die Links mit starkem Potenzial. Wir haben also die Möglichkeit, natürlich mit den ganzen Daten euch jetzt Links zu zeigen. Es ging früher auch schon, wenn ihr die Filter richtig eingestellt habt. Aber wenn ihr euch das da anschaut, das sind schon einige Kriterien, die man da zusammenklicken muss. Ja. Und was wir da sehen, sind Links von Seiten, die haben mehr Trust als Power. Das heißt, hier ist die Affiliate Summit verlinkt von WP Engine. Hier von www.se. Hier von BlogAboutBeer, hier von SiteGround, einem anderen Webhoster, hier von Awin. Und ihr seht schon, Marketing Facts NL, das sind alles
gute Seiten, gute Domains. Ja, das sieht man hier auch am Trust. Und das Risiko bei denen ist auch niedrig. Ja, logisch, sind ja auch gute Seiten. Die Links, die wir da haben, die haben mehr Trust als Power. Und das bedeutet, wir können mit relativ einfachen, sprich billigen oder spammigen Links die Power sogar erhöhen von dieser zielgebenden, von dieser linkgebenden Seite. Das heißt, Linkbuilding, indirektes Linkbuilding zu der Linkquelle hilft mir, die Linkquelle zu verbessern. Und so ein Link, der hier mit Power 1, Trust 2 fährt, der kann locker, aber locker auf 2,2 und vielleicht sogar auf 3,2 gebracht werden. Und dann reden wir plötzlich von einem Power Trust von 6. Und wenn ihr Glück habt dabei, dann geht vielleicht der Trust auch noch 1 hoch. Warum ist das so? Power misst ja nur das Volumen an Links, während Trust die Distanz von einer vertrauenswürdigen Quelle misst. Je näher ich an vertrauenswürdigen Quellen dran verlinkt bin, umso höher der Trust. Also im Idealfall bin ich halt von Google verlinkt, nicht von der Homepage, aber dann habe ich halt sehr großen Trust. Und das Gegenbeispiel, ja, kann ich euch sofort zeigen. Wir machen da Filtern, Filter löschen, Filtern, noch ein Filterregel hinzufügen, Trust. Ne? Trust. Achso, der kommt einige Male vor. Source Page Trust. Denk. Gleich 0. Wie schaut das aus? www.windshieldreplacementmiamifl.info. Ja, ich glaube, an dem Domainnamen sieht man schon, was das wert ist. Aber auch hier, AVN ist eigentlich so, ne? Eine Pornomesse. Oder Porno, irgendein Wort, glaube ich. Da ist halt die Unterseite zur Affiliate Summit, die da linkt, mit PowerTrust 0. Die Hauptdomain aber gut. Hier im V-Bulletin Setup ist auch die Konferenz irgendwann mal verlinkt worden vor 10 Jahren. Apropos vor 10 Jahren. Wir haben ja ein paar Dates. Ich zeige euch das mal. Das sind nur die verschiedenen First Seen Dates. Und da haben wir aber noch First Published und Last Published. Was ist der Unterschied? Ist nur ein Beispiel für eine Metrik. Da fehlt noch viel Doku und muss ich noch viel erklären und viele Case Studies machen. Die ganzen Link-Datenbanken geben immer irgendwelche Link-Fluktuationen an und wann und wie lang und wie alt ein Link schon da ist. Ja? Und wir haben das in Linkresearch Plus nie angezeigt. Die User haben mir jetzt die letzten 10 Jahre ein Ohr abgekaut, weil sie immer haben wollten, dass ich sage, wann ist der Link gebaut worden? Ja. Aber das First Crawl Date sagt nicht, wann der Link gebaut worden ist. Das ist in Majestic falsch, ist in Ahrefs falsch, ist in SEMrush falsch. Ich glaube, der Sysdex hat es auch drin. Egal wo, sieht man immer nur das Datum, wann die Datenbank oder wann der Crawler diesen Link zum ersten Mal gesehen hat. Ja? Wertlos. Wertlos. Das Einzige, und das haben wir mit der Impactana-Technologie 2015 schon begonnen und bauen das weiter aus, ist eine Abschätzung, wann ist der Link entstanden. Ja? Und ich zeige euch da ein Beispiel. Vor First Seen Date. Jetzt sind wir da natürlich wieder bei lauter Daten. Hier. Domain Starts Affiliate Summit.com. Diese Domain Start haben wir heute erst das erste Mal gecrawlt. Keine Ahnung, wo die verlinkt war. Aber vor 3 Jahren ist die wahrscheinlich entstanden. Hier aus den Startups. Hier ein Event, PMS 17, ne? Vor circa einem Jahr, 2017, 4, das ist ja 1,5 Jahre, weiß nicht, muss man aufrunden, abrunden. Das haben wir auch heute zum ersten Mal gecrawlt. Aber wir versuchen aus verschiedenen On-Page-Kriterien und Webarchiv und anderen Kriterien das zusammenzusammeln. Wann ist die Seite wirklich veröffentlicht worden und damit der Link veröffentlicht worden? Sprich, wann glauben wir, ist der Link, seit wann ist der Link wirklich da? Ich zeige euch noch ein Beispiel da. Heute gecrawlt, vor 11 Jahren war der wahrscheinlich da. Und wenn ich da jetzt drauf schaue, das ist der European Affiliate Summit in London.
der linkt affiliatesummit.com/07 London Agenda. Ja, das war die Agenda von 2007 und es sind 11 Jahre und ein bisschen was her. Ja, versteht ihr? Das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesem Linkdatum, das irgendwo in den ganzen Datenbanken immer sichtbar war, und einem verlässlichen Datum. Seit wann gibt es den Link? Ja? Und entsprechend auch, seit wann gibt es den Link wieder? Ja? Zeige ich euch das andere. Last published. Also wann das wahrscheinlich aktualisiert worden ist. Ja, ich weiß nicht, ob euch Niche Ads ein Begriff ist, aber im Linkbuilding ist es jetzt so als Pseudo-Linkbuilding-Technik entstanden, dass man halt schaut, also eigentlich Broken Linkbuilding ist auch mal gesagt worden dazu, irgendwo auf Seiten halt bestimmte Bereiche finden, wo entweder ein Broken Link ist oder wo man einfach nur seinen Link im bestehenden Content mit reinpackt. Ja, haha. Das merkt man natürlich ziemlich gut, ne? Wenn man weiß, was vorher da war und dann nachher plötzlich an der gleichen Stelle ohne andere Veränderungen einen Link sieht, dann weiß auch Google, aha, da ist jemand reingegangen, hat nur den einen Link ausgebessert. Immer im Zusammenhang mit Umschreiben der Seite bitte. Ja, aber das versuchen wir hier auch abzuschätzen. Das ist natürlich nicht perfekt. Google ist aber auch nicht perfekt. Also deswegen machen wir da keine Sorgen. Wir versuchen natürlich laufend das alles immer wieder zu verbessern. Ja, Weiterleitungsketten auf Quellseite, auch etwas, das haben wir eigentlich in den Daten schon drin gehabt, aber das können wir jetzt viel besser anzeigen. Ja, ich zeige euch da mal nur das Beispiel hier. Schauen Sie mal, wir haben da 4 verschiedene Links. Und die leiten dann weiter auf andere Weiterleitungen. Ja. Wir haben sogar eigene Kriterien, ja, für die Geeks, da werden wir da noch mehr Filter damit machen, wo wir sagen, na Blödsinn, wir machen das andersrum. Kein Filter, sondern hier nur die Spalten einschalten. Redirects. So, nur mal die Zahlen. Warum sehe ich jetzt nochmal 2 Links? Was glaubt ihr? Weil ich auf der letzten Seite bin. Über alles drüber. Ich schalte die Navigation da wieder fix ein. So. Gut. Und wenn ich jetzt sortiere. Terms, Tools, / Atlanta, Marquee. Seht ihr das? Dieser ganze Kram sind irgendwelche Redirect-Ketten. 302 auf Meta, auf eine andere Meta. Aha, Tracking 202, das ist ein Click-Tracker, der auf einen anderen Click-Tracker weiterleitet. Letztlich dann zu einem Affiliate-Deal auf Merit.com hinging. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Organic Search Agency. Wow. Das glaubt man gar nicht, ne? Was da für Ketten dahinter sind. Und das sind jetzt natürlich teilweise externe Ketten, teilweise interne Ketten. Und mit den internen Links kombiniert, habe ich nachher dann endlich mal die komplette Redirect-Kette. Ja, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Link-Opportunities, Link-Simulation. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Kandidaten, wo ich einen Link bauen könnte. So, da nochmal neue Einloggen, sorry. So, dann machen wir mal zuerst einen schönen Link. Aha, ja, ich treffe da einen Webmaster, der erzählt mir, hat er sein eigenes Blog, er will mir da seine
Sachen präsentieren. Da kann man dort einen Link verschaffen. Und das wird dann ungefähr so ein Artikel sein. Und dann habe ich noch einen, den kenne ich auch, und der sagt, er würde mir da so einen Artikel auf seiner anderen Webseite verschaffen. Ja. Muss jetzt nicht die Domain sein, aber ja, so auf so einem Gastbeitrag. Ja. Und dann kommt vielleicht noch einer um die Ecke und sagt, pass auf, ich werde jetzt hier noch auf meiner rumänischen Domain auch noch was draufstellen. Ja, da können wir die ganze Domain. Und das ist das, was wir mit dem LORT-Tool eigentlich schon seit 5 Jahren messen können. Und ich mache jetzt hier noch der Standard.at/web. Das ist nämlich eine österreichische Zeitung. Ja, sind verschiedene Technik-Sachen, nennen wir es mal so, drauf. Und das wären jetzt Linkquellen, wo ich mich interessiere, die für die Affiliate Summit aufzubauen. Dann starte ich hier diesen Report und das, was ich jetzt bekomme, ist eine Simulation von A nach B. Weil wir haben B schon. Wir haben das ganze Ziel. Das gesamte Link-Profil von der Zieldomain haben wir jetzt analysiert. Wir haben aufgeräumt, das Recover gemacht. Wir haben Disavows gemacht, wir haben Redirect-Ketten gefixt. Je mehr wir da gemacht haben, umso besser. Ja? Jetzt müssen wir nur mehr 4, 5 Links hier rein simulieren. Und das ist entscheidend. Diese 4, 5 Links zusammen mit allen anderen Links bestimmen, ob die 4, 5 Links gut oder schlecht sind und welches Kriterium die haben. Ich kann das nicht pauschal für die 4, 5 Links sagen, sondern die 4, 5 Links haben ein unterschiedliches Risiko, ob sie zur Affiliate Summit gehen oder ob es zu Christoph Kemper gehen oder ob es zu Link Search Tools gehen. Und die guten Neuigkeiten für bestehende User ist, für die neuen natürlich auch, wir haben die Kosten für das Simulieren von den Links gerade erst um Faktor 2000 billiger gemacht. Oder anders gesagt, bisher konnte man mit einem Lord Credit einen Link simulieren. Ja? Und wir haben jetzt bei uns im Backend mit der ganzen neuen Generation so aufgeräumt, dass wir das endlich jedem wirklich fast unlimitiert zur Verfügung stellen können. Ja, also es kostet die Simulation von 200.000 Links 25 Euro. Da kann man schon einige Kauflisten durchprüfen. Ne? Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil das ist ein ganz wesentliches Killer-Feature von den LRT, das bisher immer so prohibitiv teuer war, dass es wirklich nur die extremen Power-User verwendet haben. Und wie verwende ich das jetzt? Ich gehe durch so eine Kaufliste zum Beispiel durch, suche mir die guten und ich sage euch, bei diesen 4 Links, ja, die 3, die nehme ich mir. Und ich sage dem Linkverkäufer oder ich sage dem Outreach-Spezialisten oder wer auch immer sich darum kümmert, dass ich die Links bekomme, pass auf, ich will der Einzige sein. Exklusivität. Und ich zahle dir das Doppelte. Oder ich zahle dir das Dreifache. Ist egal. Hauptsache, es bekommt kein anderer. Das ist mal wichtig. Und zweitens, die nächsten 9 Links, die will zuerst ich sehen. Und ich prüfen. Und so könnt ihr ja den Linkbuilder, den Linkhändler, den Link-Spezialisten an euch binden. Ihr müsst der beste Kunde werden. Und dann ist sichergestellt, dass ihr an die geilsten, besten Links rankommt, wenn ihr mit dieser Methode arbeitet. Damit haben sehr erfolgreiche Affiliates auch in extrem heiß umkämpften Branchen Erfolge eingefahren die letzten 5 Jahre. Und das freut mich natürlich, dass ich das jetzt jedem zur Verfügung stellen kann. Und das wird natürlich eine gewisse Marktdynamik erzeugen. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, aber für die, die aufgepasst haben, wir haben hier ein paar Links, die waren in dem anderen Linkprofil schon mit einem höheren Risiko. Also das hier, der Design Milk, der war dort auch toxisch und hohes Risiko. Aber die anderen beiden da, die waren nur so average, die waren so gelblich. Ja? Und das ist das perfekte Beispiel dafür, dass ein Link in einem Linkprofil sehr hohes Risiko haben kann oder zumindest gefährliches Risiko haben kann und im anderen okay sein kann. Ist ja ganz logisch, ja? Wenn ich aus dem ganzen Bereich da rund um diese rumänische Domain noch keine Links habe, ja, dann wird mir dieser eine Link eher helfen. Ja? Wenn ich aber aus dem ganzen Netzwerk, aus den ganzen Servern, von dem Eigentümer, von allen anderen Domains, die der besitzt, auch schon Links habe, ja, dann ist klar, dass das ein bisschen gefälscht ist. Ne? Und ja, das ist, wie Link Detox funktioniert. Wir suchen uns natürlich solche Muster raus, genauso wie es Google macht. Ja, und damit sage ich schon mal Zeit für Fragen, gell? Weil wir sind, ja, 10 Minuten haben wir noch.
Aber das war die Link-Risikosimulation. Ja, und jetzt haben wir viel über das bestehende neue Link-Detox-Markt gesprochen. Und das, woran wir weiter noch arbeiten, ist natürlich noch viel mehr. Also ich habe schon gesagt, Link von A nach B unbedingt beide Seiten prüfen. Das ist das, was Link Research Tools bieten kann und sonst keiner. Und wenn wir uns das Risiko Power und Trust anschauen, also die Metriken Power und Trust anschauen, hier nochmal zum Überblick. Power ist die Stärke, Trust ist das Vertrauen. Und die beiden, wenn ich plötzlich zwei Dimensionen habe, dann kann ich solche Einordnungen machen. Dann kann ich Aktionen setzen, um einem High Potential, der viel oder mehr Trust hat als Power, einfach zusätzliche Links spendieren und den zum Superstar machen. Die Nitro-Links, das sind die mit hohem Power und die ziehen auch, könnte man sagen, aber nur kurzfristig. Ja, die schwachen Links, die also weder Power noch Trust haben, nicht so wichtig. Ja. Und oft auch die spammigen Links. Also wir haben jetzt in dem Beispiel schon ein paar Links gesehen, wo Power 0 und Trust 0 war, aber das waren schon die Unterseiten von irgendwelchen Domains, die wahrscheinlich gar nicht mehr richtig komplett indiziert worden sind. Ja. Weil, ja, wie kommt es zu Power 0, Trust 0? Weil da keine externen Links drauf gehen, weil da keine internen Links drauf gehen. Wie kann ich das lösen? Was mache ich mit dem Spiegellink, den ich vorher als Beispiel genommen habe? Ich baue Links dorthin. Ja? So, aber das alles analysieren wir uns natürlich im Detail mit dem Link-Detox-Risiko und ihr müsst das Risiko laufend beobachten. Wir werden euch das auch über die Zeit noch besser anzeigen. Ja? So wird es dann ausschauen und sozusagen einen schönen Verlauf auch noch darstellen im hübschen Chart. Die Links prüfen laufend bei der normalen Arbeit. Das kann ich aber auch schon mit einem Gratis-Plugin. Wir haben so Gratis-Browser-Erweiterungen, für die, die es nicht kennen. Zum Beispiel LAT Power Trust. Da sieht man schon für die Domain und für die Seite die Anzahl der Links und die Anzahl der Domains, die dorthin gehen. Und für den ersten Überblick ist das schon ganz interessant. Ja? Nur das Risiko berechnen, das kann ich nur direkt in der Applikation. Ja, was kommt im Link Detox Smart noch dazu? Der Simulationsmodus wird natürlich fix verdrahtet, fix eingebaut. Wird dann auch noch ein bisschen hübscher ausschauen. Aber die Funktionalität wird gleich sein. Für das Prüfen von Listen. Wenn ich aber dann Konkurrenzanalyse mache und hier mit einer Intersect-Analyse oder wie es auch Common Backlink Tool bei uns heißt, mache, dann ist es wichtig zu wissen, wenn die anderen vier jetzt einen Link haben, heißt das nicht automatisch, dass ich den auch will. Sondern ich will ihn nur dann, wenn das Risiko niedriger ist. Und das kann ich heute schon simulieren, aber später wird es dann komplett fix verdrahtet eingebaut sein. Das wird das Hauptkriterium sein. Wir werden überhaupt keine Links mehr bauen auf Basis von irgendwelchen Link-Analyse-Methoden, die hohes Risiko haben. Ja? Ihr müsst da nur auf Strong Links draufklicken und dann sind das die, die stark und gesund sind und die man noch bauen muss. Ja? Und ja, was die Konkurrenten angeht, können wir heute mit dem Competitive Detox schon, aber das wird dann natürlich noch besser und noch hübscher, wir können das Disavow der Konkurrenz simulieren. Und dadurch können wir einen Konkurrenzvergleich machen und können verstehen, auf welchem Risikoniveau bewegen wir uns. Was geht in der Nische, in dem Land, in dem Keyword-Cluster, für das Keyword, für dieses Set an Seiten. Und je genauer das ist, umso besser. Und die Genauigkeit entscheidet sich ganz allein. Wir werden mit dem Komplett-Audit, aber auch dem Basic-Audit oder sogar einem Test-Audit erlauben, auch sehr, sehr, sehr preiswerte Konkurrenzanalysen zu machen. Weil, okay, nicht jeder kann sich leisten, ein komplettes Backlink-Profil von Amazon zu crawlen. Verstehe ich. Ziel ist natürlich, dass die Backlink-Profile-Coverage, also die Abdeckung des Backlink-Profils, hier möglichst voll ist. Ja. So ein kleines, naja, Kuchenstück ist eben nur ein kleines Kuchenstück. Also mit kleines Kuchenstück meine ich das Grüne da. Das Gelbe würde ich jetzt gespaltenes Haar nennen oder so. Also das sind die Aussagen halt ganz schwer. Ja. Weil es da ja nicht um Extrapolieren und nicht um Statistik geht, sondern ja, so wie man ein Telefonbuch liest. Stellt euch vor, ihr habt ein Telefonbuch und lest nur alle Seiten mit A. Wisst ihr auch nicht, welche Namen bei B, C und D stehen. Und genauso geht es uns natürlich, wenn wir ein Backlink-Profil anschauen und nur so ein kleines Spältchen anschauen.
wissen wir auch nicht, welche anderen Domains da noch sind. Ja, ja, was die Linktexte angeht, es gibt keine Standardregel, das sage ich eh immer wieder. Aber je genauer ich in der Analyse bin, umso besser kann ich natürlich dann auch werden mit den Empfehlungen, wie weit steche ich raus. Harte Linktexte, Money Keywords sind kein Problem. Außer ich habe deutlich mehr als die Konkurrenz, so wie hier. Und 12 zu 2 ist schon ziemlich deutlich. Wir haben auch Fälle, wo 40 zu 2 sind. Wir haben aber auch Fälle, wo 2 zu 40 sind. Ja? Nach dem Motto, boah, bloß keine harten Linktexte, ja, sind dann in sehr kompetitiven Branchen überhaupt keine Linktexte mehr verwendet worden, die irgendwas mit Rankings zu tun haben, mit Money Keywords. Und siehe da, es waren auch keine Rankings da. Wir hatten auch Kunden, die haben alle Links disavowed, nur weil die Money Keywords hatten. Ganz schlechte Idee. Ja? Harte Linktexte sind kein Problem per se. Harte Linktexte auf toxischen Domains sind ein Problem. Ja? Und wenn man jetzt nicht alle Aspekte von dem Link betrachtet oder sich überhaupt auf solche Pauschalaussagen wie 80-20 verlässt im Linkbuilding, dann hat man eigentlich schon verloren aus meiner Sicht. Ja? So, das nächste, was wir mit dem Link Detox Smart lösen, ist das mit den laufenden Redirect prüfen. Wir haben ja auf der linkresearch.com als Beispiel, zum Beispiel den URL-Shortener, URL-Shortener, weiß ich gar kein deutsches Wort dafür, so wie Bitly halt, ne? LATCO, LATLI, die leiten alle weiter. Und dann haben wir auch noch Länderdomains, so wie linkresearch.de und AT und so weiter. Und alle Weiterleitungen sind potenzielle Risiken, weil Redirects leiten auch Abstrafungen weiter. Das heißt, wenn ich auf der linkresearch.de eine Abstrafung habe und die leite ich dann komplett auf die com/de weiter, dann erbe ich diese Abstrafung mit. Das ist schon seit 5 Jahren so, seit über 5 Jahren. Und das wiederum bedeutet, dass ich bei all diesen Domains, die ich weiterleite auf meine Domain, auch ein Link-Audit machen muss. Und zwar ein laufendes Link-Audit machen muss. Weil jeder Konkurrent, der das weiß, natürlich seinen ganzen Link-Spam, sein ganzes Negative-SEO nicht auf die Hauptdomain, sondern auf die weitergeleitete Domain richtet. Oder vielleicht sogar auf beides, je nachdem. Nach dem Motto, doppelt hält sicher, einfach alles anschließen. Ja? So, und das Ganze mit Weiterleitungen gibt es natürlich auch mit Rel Canonicals. Dort können ähnliche Probleme passieren. Und auch das unterstützen wir mit der neuen Smart-Generation. Zur Info, das neue Produkt, die neue Smart-Generation, ist ja komplett neues Crawling, komplett neue Datenbank, komplett neues Frontend, komplett neues User-Interface. Ist alles neu. Und das ist auch der Grund, warum jetzt nicht jede Funktionalität, die wir in den letzten 10 Jahren gebaut haben, schon in dem neuen verfügbar ist. Das ist auch der Grund, warum wir bestehende Kunden nicht 1:1 gleich umschalten, ja, können. Aber das geht Zug um Zug. Negative SEO haben wir jetzt klassische neue Regeln eingeführt, habe ich vorher schon erwähnt. Das ist auch im neuen Link Detox Smart, aber auch im klassischen LAT drin. Ja, und abschließend zu sagen, es ist nicht möglich, einen Link zu prüfen, wenn man jetzt nicht A und B einbezieht. Das Ziel von Smart ist, dass man da automatisch mitteilen, welche Links soll man bauen, welche soll man abbauen, welche soll man reparieren, was ist falsch im Disavow-File, welche Disavows können wir wieder zurücknehmen. Und dass man automatisch auch sagen, welche Links von Konkurrenten soll man bauen, welche wichtigen Links sind verloren gegangen, das haben wir auch gerade gesehen, welche neuen gefährlichen Links sind dazukommen, ja? Und welche Teamziele sind erreicht, ja? Also Team-Goals hinterlegen. Und das für Dutzende oder Hunderte von Seiten. Wenn man also ein ganzes Portfolio an Domains verwaltet, dann ist diese Automatisierung genau richtig. Und es können auch kleine Domains sein. Weil, ja, das kostet Geld, wir haben das Geld nicht. Ja, in der Vergangenheit waren aber auch die Plans und wie das mit den Link Detox Credits funktioniert hat, nicht so toll. Ja. You have to spend money to make money, haben schon im alten Rom gesagt. Ja, also auf Italienisch halt, keine Ahnung, wie das auf Italienisch lautet. Muss ich da mal nachschauen. Na, Latein wahrscheinlich. Aber ja, mit dem neuen Link-Crawl-Budget-System haben wir auf der Website auch einen kompletten Blog dazu, haben wir dann zum Beispiel aus dem der Gleichmacherei, wo jeder Link-Detox-Credit zum Beispiel 6 Millionen Links war, das so verändert, dass man, wenn man zum Beispiel 6x5, 30 Millionen Links hätte, die auch so nutzen kann in 10.000er-Blöcken. Sprich, mit dem gleichen Account kann ich plötzlich unglaublich viel mehr Domains crawlen. Hier vielleicht statt 5 große, 2 große und ganz viele so mittlere und ganz viele kleine, ja. Und das ist das Link-Crawl
Budgetsystem. Das ist schon live seit 19. Februar im klassischen und im neuen. Ja, und damit würde ich, wir sind genau eine Stunde durch, ja, würde ich sagen, wir haben jetzt noch kurz Zeit für Fragen, wenn die noch auftauchen, beziehungsweise im Nachgang natürlich gerne auch per E-Mail. Und ja, nicht vergessen, wir sind da, Moment, ihr müsst da reinposten in den Chat oder es gibt einen, wo ist der Chat jetzt wieder? So viele Fenster. Machen wir mal das Sharing hier ab. Allergiezeit. Bin ich ein bisschen durch und konzentriert. Chat. Genau. Ihr müsst den Chat dann auch sagen. Ja, genau. Also eben all panelists and attendees. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch dann dort steht. Ja. Sonst bekomme es nämlich nur ich. Ne? Zum Beispiel den hier. Klassiker. Ist ein Klassiker, der immer wieder kommt. Soll ich jetzt die ganze Domain disavowen oder soll ich nur die Unterseite, eine einzelne Seite disavowen? Was ist da der Unterschied? Beim Domain disavow wird alles, was auf der Domain an Links vorhanden ist, abgewertet. Aber auch das, was auf der Domain in Zukunft noch kommt, abgewertet. Ja? Wenn ihr jetzt also zum Beispiel einen Blog-Kommentar-Link irgendwo habt, einen gespammten, den wollt ihr disavowen, dann bitte auf Unterseitenniveau, weil vielleicht auf der Gesamtseite noch irgendwann mal geile Links dabei rausschauen. Umgekehrt ist natürlich so, wir haben jetzt diese Scraper-Seiten gesehen von The Globe und die wiederum sind, einfach Spam. Spam als Ganzes nur Spam. Und da kann man jetzt sagen, die werde ich alle disavowen auf Root-Domain-Basis. Ja? Gefiltert, disavow, Root-Domains. Zack. Weg sind sie, ja. Und die sind jetzt nicht wirklich weg, sondern die sind ja nur nicht sichtbar, weil dieser Filter hier nur die nicht disavowten anzeigt. So. Und hier bei den Issues ist dieser The Globe Spam jetzt auch weg, solange bis wieder ein neuer The Globe Spam hineinkommt. Ja. Aber das war eben die Frage, Domain oder Root Domain disavow sogar oder Seitendisavow. Und ich muss sagen, vorsichtig sein mit dem Seitendisavow, weil wenn hier zum Beispiel ein Blog-Kommentar-Link ist, dann sind diese Blogposts öfters auch auf irgendwelchen Archivunterseiten. Und da ist jetzt die Frage, ihr habt hier da einen Blog-Kommentar gespammt, der ja auf einem normalen Blog ist, einem guten, oder ist es nur automatisch auf Blogs gelandet, die sowieso seit Jahren verwahrlost sind, wo nicht nur ihr, sondern 10.000 andere drauf gespammt habt. Da könnt ihr dann schon natürlich die ganze Domain disavowen. Weil da geht es ja eigentlich dann darum, dass ihr von dieser Domain bloß keinen Link mehr haben wollt. Ja? Aber wenn die Chance besteht, dass ihr von der Domain noch irgendwann einen Link haben wollt, dann würde ich mit dem Domain disavow vorsichtig sein. Ja? Okay, gut. Ja, hoffe, es war interessant. Es war was dabei für euch dabei. Ich habe die wichtigsten Punkte durch. Es sind über die Stunde drüber. Und ich freue mich natürlich auf weitere Fragen bzw. weiteres Feedback von euch auch per E-Mail. Und ja, sage damit Dankeschön für heute. Ich bin der Christoph Kemper aus Wien. Tschüss. Bye-bye.